Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rhymetime TV ist da der coolste Fernsehsender, der nicht im Fernsehen ist. Und ich habe einen Herrn aus Graz, beziehungsweise Oberösterreich. Ja, ursprünglich aus Oberösterreich, aber wir wohnen jetzt ungefähr seit Sommer 2022, seit Juli wohne ich in Graz. Ich fühle mich eigentlich schon ganz gut integriert in der City. Quasi das halbe Leben in Graz. Ja. Kann man so sagen, ja. Sehr gut, sehr gut. Windisch Garsten, glaube ich, oder? Ist Windisch Garsten, tatsächlich, ja, richtig, ja. Absolut korrekt. Ja. Shoutout oder nicht Shoutout? Ja, schon auf jeden Fall Shoutout nach Garsten City, oder? Garsten. Windisch Garsten? Nein, einfach nur Garsten. Garsten. Also Windisch Garsten heißt es offiziell, aber wir sagen, bei uns daheim sagt man nur Garsten. Garsten. Fahren wir auf Garsten. Ja. Fahren wir auf Garsten auf. Genau. Es gibt ja in Oberösterreich auch das Garsten, da sagt man auch Garsten dazu. Aber das ist wieder was anderes. Also eine andere Ortschaft. Das ist wieder was anderes, ja. Man merkt in Oberösterreich, ja, da gibt es einige Ortschaften. Aber über das wollen wir jetzt nicht reden, weil Kalb One ist da, um zu rappen und ein bisschen zu spitten und einfach ein bisschen zu repräsentieren, wie man so schön sagt. Ja, Kalb One, aka K zum O. Ich mache gern Rap, ich release wenig Rap. Aber ich bin dabei, das zu ändern. Und deswegen, der erste Schritt ist, mich da herzusetzen und jetzt zu rappen für die Call. Das machen wir, machen wir. Das nächste Instrumental ist von MC Boombap. Shoutout nach Portugal. Warte mal, der ist, glaube ich, Portugies und wohnt jetzt in Schottland oder irgendwie sowas. Shoutouts zu Crazy. Scotland. Shoutouts, egal wohin. Egal wohin, riesen Shoutouts. Und in diesem Sinne, kick it. Let's do it. Perfekt. Yeah, yeah, yeah. Lass mal ein bisschen wirken. Yeah, yeah. Es Rap-Game ist Kaponihof, Kalb stützt sie quer, ich tut Wackhams, dies das Hobby, yo. Weil ich pass Els, aber niemals das Mike, wenn ich's nehme, ist es meins, kacke Criminal Mind, ja. Das ist der Grazer Stil, da ist das Struggle real. Rapper sind Drama Queens, ich mach Havarie auf dem Tattoo-Beat, ja. Zwar mit Krucken, doch ich steh noch immer knack, kracht, Lung pfeift, Aug brennt, Schädel flimmert, ja. Aber das haben wir nicht so zimperlich, K-A-L-P grinst trotzdem flawless vom Insta-Pick, yo. Der Grind ist verinnerlicht, Beats auf die Ohren und am ganzen Häuster Lippenstift, ja. Yeah. Bleibt der gleiche, doch nicht unverändert, Fick auf international, mich ja nicht mehr alle Bundesländer, ja. Yeah. Zung am Lenker und der jubeln Rapper, 2022, beim Pulverfass wird unten brennert, yeah. Beim Pulverfass wird unten brennert, 2022, yeah. Aber ich kann gleich weitermachen, yeah. Gib ihm. Yeah, 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 yeah. Yeah. Was soll ich sagen? Reidig ist der Hustle und die Lieder, die ich mach, nur ein Teil von etwas Ganzem. Wir können nur mehr Zeitlimits belasten, weil alles andere wird geregelt durch Blut, Schweiß, Tränen und Haschisch, yeah. Rapper am Schutz, fühl doch wohl nur mehr. Dat gern wissen, wie's das machen, ich hab meine nur entfernt. Keiner, der so macht wie ich weiß nicht, wie's kehrt. Ich wär auch gern Kommerz, doch gibt keinen, der mich hört, Doch wenn die Toys an Mike in Boden stampf, betten die ersten drei rein, der Crowd an freudenreichen Rosenkranz, alles easy. Alles geht leicht zu von der Hound, aber nur bis du bei meiner Freundlichkeit den Bogen spawnst, yo. Struggles haben den Neubeginner Schwert, aber gib mir ein Minuten, die erleuchtet dann mein Vers. Du weinst bei deinen Tracks, ich find heulen nicht verkehrt, aber mir sind meine Lieder nur eine Freudenträne wert. Yeah, 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 yeah. Bei mir sind meine Lieder nur eine Freudenträne wert, Kann zum Absturz gefahr. Was kann ich dafür, wenn der Wodka klar wie Wasser war? Unser Sound die ganze Nacht im Ohr, Sound der schmeckt wie Doppelkorn. Tja, Mausi, mach mir doch nix vor, na. Weil du kennst es ja auch, wenn die ganze Welt wie Korn ist, doch der Kopf sie nur mehr Draht. Schwer die Buchsen geben Gas, ja so macht das Leben Spaß, ja. Nix ist lauter als 80-10 die Bass. Da häng ich völlig brat in einer Ecke ohne Glühbirn und form da ein Herzerl aus die Brecker auf mein Bildschirm, ja. Du weißt, was jetzt passiert, weil jede Nacht wird per Bass philosophiert. Bussi, Bussi, aber glaub nicht, was ich red, weil ich sehe mich selbst nicht aus, ich mit meinem Leben zu bequem. Keine Ahnung, bin ein auditiver Mensch, mach die Augen zu und schau, du wirst verstehen. Ganz in echt, yeah. Ganz in echt. Ganz in echt. Mach die Augen zu und schau, du wirst verstehen, ja. Yeah. Ja, das waren einmal die Mundart-Texte, die ich heute mitgebracht habe. Das waren die Mundart-Texte? Das waren jetzt einmal die Mundart-Texte, ja. Und es gibt keine Mundart-Texte mehr? Es gibt natürlich, ich habe sehr viel Mundart-Texte auf Lager. Ich habe ja tatsächlich die letzten 4 Jahre eigentlich alles auf Mundart geschrieben. Aber seit meinem Umzug nach Graz habe ich ein paar Menschen kennengelernt natürlich, ja. So wie das halt ist, wenn man sich mit neuen Menschen umgibt. Und da ist was sehr Schönes entstanden. Und zwar habe ich jetzt mit 3 Kollegen eine Crew gegründet.
Diese Crew nennt sich Schema B. Wir werden jetzt auf jeden Fall, hoffentlich vielleicht heuer, nur ein Release machen. Also wir sind auf jeden Fall stark am Werkeln. So, es stehen schon 7 oder 8 fertige Tracks, komplett fertige. Yes, yes. Schema B, wer ist da dabei? Schema B, wir bestehen. Also die anderen Leute sind leider noch nicht so bekannt. So, ich bin der Einzige, der schon ein bisschen Bühnenerfahrung und so hat. Der Einzige, der mit richtig Fame. Ja, mit richtig Fame, ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich habe schon die ganzen Bühnen erobert. Den ganzen auf Österreich. Jeden Fall. Oder? Nein, also wir sind MAT, der Hexenmeister MAT, der unsere Beats baut. Der Bleimann, aka GAZ, der Oberdope rappt, der ist aus München, ist jetzt letztes Jahr nach Graz gezogen und macht da extrem geilen Shit. Benny B, der beste Freestyler, den ich mein ganzen Leben jemals kennengelernt habe. Und ich. Genau. Und wir machen sehr argen Shit. Und es kommt da tatsächlich jetzt am 31.10. ganz kurze Shoutouts, wenn ich das kurz machen darf. Natürlich. 31.10. MAT und der Bleimann, beziehungsweise MAT und GAZ releasen ihr Mixtape, beziehungsweise EP Mittelohr-Syndrom. Das Mittelohr-Syndrom-Tape kommt Halloween. Es wird gruselig. Merkt es euch. Schreibt das wird euch scheiße gruselig, Mann. Das wird Mittelohr-Syndrom, ja. Auf alle Plattformen, Spotify, Internet, auf jeden alles. Fall. Und ich habe natürlich auch Schema B-Texte halt mitgebracht. Also meine okay. Parts so von unserem nächsten Schema B-Release. Wow. Also, und die hätte jetzt als nächstes nämlich gleich gekickt. So. Also, kick it. Gekick it. Kick den Shit, man. Ja, ja. Riesen-Shoutout an AK420. Genau. Ja, und seit ihr die Jungs halt kennt, schreibe ich ein bisschen hochdeutschen Shit. Schauen wir mal, vielleicht ist er ganz cool, oder? Hochdeutschen Shit. Hochdeutschen Shit, ja. Weiß nicht. Sind wir gespannt. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Ah, und das geht so, yeah. Du rappst laut und wirkst auf Social Media hart, aber kommst nicht aus dir raus, so wie ein Oberlippenbart. Ah, kann ja sein, dass du mal Coca-Ticker warst, aber jetzt kommst du ohne nicht mehr klar. Ah. Guten Tag, Katz im Ohr am Apparat. Meine Homies sind gefragt und deine Homies ticken Drogen in nem Park. Wir hängen Problemvierteln ab, doch sind so pretty. Deine Hose wird echt nass, wenn wir die Strophen sprechen lassen. Ah, ah, ah. Clean as fuck, trotz den komischen Substanzen. Ey, ey, du Larry, mach mal langsam. Dein Standing ist ein Handstand, hast die Rolex am Arm. Ich roll extrem dicke Blunts, Mann. Ah. Und es geht pam pam, wenn ich spit und so. Und wenn du spittest, so bist du dumm. Ha, Rapper tun auf Amt für Dealer, aber kriegen Lampenfieber, wenn MAT für Kalb nen Beat macht, ihm auch die Zwackhip-Kirza, Zwackhip-Kirza, K zum O, ganz ein Lieber. Ah, ganz ein Lieber. Ganz ein Lieber. Und dann geht's so, yeah, yeah, yeah. Triff uns konstant wartend auf die nächste Mordanklage. Das passiert, jagt man Stimmen wütend durch das Koax-Kabel. Ohne Fragen, Koks in Nasen, Rapper dreschen hohle Phrasen, setzen auf Flow-Passagen, doch ich hör nur Low-Passagen, schrei die Bars mal wieder laut. Und dann blas ich meinen Rauch in die Stratosphäre raus. Das ist alles, was ich brauch, doch ihr habt es mir versaut. Ich seh zwischen euch Ratten so wie ein Karma-Jäger aus. Ah, sündhafte Taten aus der Münzgrabenstraße. Legt dein Ohr auf den Asphalt und hört die Zündstoffe fackeln. Hört die Zündstoffe fackeln, denn wir fackeln hier nicht lang. Das kommt alles aus der Tiefe, fick dein Party-Tiger-Klang. Ah, ah, und fick dein Spaß an dieser Sache. Wenn Banditen mal nicht reimen, weißt du, die Lage ist nicht zum Lachen. Yeah, yeah. Du rappst, als hättest dein Chorlehrer. Willst lernen, wie's geht, musst Grazer Asphalt auf dein Ohr legen, yeah. Grazer Asphalt auf dein Ohr. Grazer Asphalt auf mein Ohr legen, ja. Und dann machen wir gleich weiter, oder? Mit welchen kleinen Nächsten? Ich spit durch, ich bin jetzt im Modus, yeah, yeah. Und ich dachte 20 Jahre lang, ich sei nicht ganz normal und suchte die versteckte Kamera. Doch ich pass auf den Truman wie kein anderer, denn ich mach jeden Standardkram viel spannender. Ey, gib mir 10 Minuten Zeit, ich mach 20 im Gespräch daraus. Und wenn du mir gut zuhörst, halten dich die Fragen ewig auf. Hör auf keinen mit nem vollständigen Lebenslauf, sie binden dir nen Bären auf wie Rapper beim CD-Verkauf. Doch irgendwann werden die Kostverächter hungrig auf die Antworten von Fragen, auf denen ich seit Jahrzehnten kau. Dann hört man, wie die ganze Szene raunt, dem kleinen Pisser klettern die Dämonen aus dem Schädel raus, ah. Und wenn's nur einen geben kann, bin ich wie für die Rolle gemacht. Doch hab noch nie Rolle gemacht, weil mir irgend so ein Spaß, der paar Follower hat, erklären will, warum und wie man Kunst zu Dollarseins macht, ah. Kunst zu Dollarseins? Wie man Kunst zu Dollarseins macht, ja. Boah, ja, das war jetzt der Orga-Beat, Alter. Du hast gleich gemerkt, da bin ich richtig im Bonus. Da fang ich gleich schwitzen an, wenn ich sowas Geiles sehe, Alter. Herrlich, herrlich. Wahnsinn, Alter. Taugt man. Das ist der Grund, warum das Format es gibt. Es geht um Beats und Bars. Ja, ich glaube, also wie mit auf jeden Fall. Nicht zum Überhören, Beats und Bars. Bitte nur mal ein riesen Shoutout an AK420. Auf jeden Fall, AK420. Nach Deutschland, der diesen Beat gemacht hat. Das ist der Rossismus Remix von die Silences. Sehr geil, sehr geil. Und Raptor. Genau.
und neben mir, beziehungsweise gegenüber von mir, sitzt Kaltborn. Er ist aus Graz und er rappt, wie ihr hört. Und wir haben jetzt nur einen Beat. 3.16 habe ich noch mit, ja. 3.16? 3.16 habe ich noch mit. 3.16 hat er noch mit. 3.16 habe ich noch mit. Beziehungsweise check. Der eine ist sogar 24 Bars lang, glaube ich. 24 Bars? Ja. Puh. Let's give a look. Shoutout Devaloop, Homie, von dem der Beat stammt. Merci. Und was hast du jetzt? Mahlzeit, sagt man da. Der Hund führt sich auf. Naja. Wie respektlos muss man sein, was der ist, Rapper. Das ist so. So. Ups. Yeah. Ah, da kommt schon smooth, eine. Mm. Yeah, yeah, yeah. Mhm. Yeah, yeah. Lass mal noch ein bisschen wirken. Wir müssen jetzt einmal, nachdem ich so auszuckt bin, müssen wir mal die Stimmung wieder ein bisschen runter. Bisschen runterkommen. Bisschen ruhiger machen, genau. Yeah, 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 yeah. Wie oft hab ich mich revolutioniert, aber eins blieb immer gleich und zwar die Feder, die ich führe. Wegen Fehlern im Gehirn bring ich die Themen zu Papier. Früher lebte ich dadurch und heute lebe ich dafür, ah. Wie haben die Roma nur einen Tag gebaut? Ich war eine Woche dort und hab mir nicht mal alles angeschaut. Und damals glaubte man, die Sonne dreht sich um die Welt. Und heute glauben sie eben, jene Welt dreht sich um sie selbst. Doch der Erde ist das wurscht und sie dreht sich um die Sonne rum. Und selbst wenn wir behaupten, dass sie stillsteht, wird sie's trotzdem tun. Deshalb nehme ich mich nicht wichtig hier. Dreh mich mit dem mit und hoff, dass mir nicht schwindlig wird. Yeah, ich muss nicht grundlos mein Leben hassen, weil ich mir die Rhymes nie auf der Zunge vergehen lasse. Mucke ist Ehrensache. Yeah, yeah, ein Fuß am Gaspedal und dein Fuß in der Bärenfalle. Yeah. Ah, der ist schön. Ah, der ist wirklich schön. Ein Fuß in der Bärenfalle? Ein Fuß in der Bärenfalle. Eins am Gaspedal und eins in der Bärenfalle. Gibt's Bären, wo du herkommst? Tatsächlich nicht, aber Wölfe gibt's bei uns. Wölfe? Wölfe gibt's bei uns. Sollte man eine wolffreie Zone machen irgendwie. Vielleicht, ja, vielleicht müssen wir da mal mit hinschicken, den wir kennen, ne? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Vor ein paar Jahren das erste Zugticket gekauft und jetzt nehmen meine Lungen deine Luftpartikel auf. Voll motiviert, doch lieg nur rum auf meiner Couch. Aber das liegt auch vielleicht an meinem Suchtmittelmissbrauch. Ah, yeah. Mal die ruhig Zukunftsbilder aus. Aber ich weiß, wer ich bin und wachse unter mich hinaus. Wie ein Baum, aber Wurzeln wie ein Lauch. Ist trotzdem umständlich beim Laufen, yeah. Denk nicht an die Zukunft. Fall um und ins Loophole. Tu mal weiter, was du tun musst. Ich sammle Narben und Erde an den Schuhsohlen. Wie Trophäen, andere würden sich zwar schämen. Aber ich bin stolz, nicht so zu sein wie jeder im System. Dreh die Boxen nochmal auf, Nachbar droht mit Polizei. Nachts um drei, doch nur so kann ich mich heilen. Tut mir leid, ja. Yeah. Ich komm daher, wo mir herkommt, ziemlich wichtig ist. Der Lehrstoff zielgerichtet und die Erfolgsschmiede bitter ist, ja. Yeah. Wo ist der Workshop für das Sittenbild? Die Mittelschicht vergisst es nicht, wenn im Kerbholz viele Schnitte sind, yeah. Baby, willst du meine Welt verstehen? Nachts sind wir wach, doch ein Licht, das blinkt, weiß schlecht den Weg. Und der Geist führt dich nur weiter. Doch Sobriety's Treibsand, yeah. Und jeder meiner Zeilen wie ein Lebenszeichen. So als Abwechslung zum Späßchenreißen übers Kleben bleiben. Und angenehmerweise, Baby, lass uns dieses Thema meiden. Hab nie behauptet, dass ich pflegeleicht bin, ah. Okay, ah. Hab nie behauptet, dass ich pflegeleicht bin. Du hast so einen Hals, ich Atemnot. Trag bei gesenktem Blick die Nase hoch, K zum O. Ich lieg im Straßenkram, doch bette mich auf schwarzen Rosen. Obwohl ich nicht schlafen will, denn Schlafen ist verwandt mit Todsein. Showtime, zeigen, was du kannst, ob du willst oder eigentlich nicht ganz sehr. Sie haben eine Schweigepflicht verlangt, nichts leichteres als das. Denn mein Fass läuft schon seit 20 Jahren über und ich bleib trotzdem entspannt. Yeah, die Augenbrauen hochgezogen. Skeptisch lächelnd, aber role-conforming. Hektisch sprechend, aber ohne Worte. Er lässt sich testen. Mit Rechts-Links-Schwäche an der Abzweigung ins Bodenlose. Yeah, yeah, Katze. Oh, das war mein Part, yeah. Der Schlaf ist mit dem Tod verwandt. Der wer? Der Schlaf. Genau, ja, der Schlafen ist verwandt mit dem Tod sein, ja. Muss sein, glaube ich, oder? Ja, genauso wie cool die kleine Schwester von Scheiße ist. Ah ja, cool die kleine Schwester von Scheiße, ja. Na nett, oder? Nett. Achso, nett, stimmt, genau, stimmt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ja, ist recht. Aber solche Wörter verwenden wir natürlich nicht. Nein, wir sind Rapper, wir reden nur, wie sagt man, der deutschen Sprache konform. Richtig. Auf jeden Fall. Kaltborn, meine Damen und Herren.
Das ist die Freestyle-Session, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt vorher. Oh je, die Freestyle-Session Nummer 10 ist das. Echt? Ja. Jubiläum. Jubiläum. Das freut mich natürlich nur mehr. Ich wollte mich sowieso schon bedanken, dass ich da sein darf, aber wenn das nur so ist, dann freut es mich natürlich nur mehr, dass ich da. Jubiläum. Die Nummer 10 sein darf, ja. Fix, Rhymetime TV feiert 10 Freestyles und alle feiern mit. Woo! Call, ey! Jawohl! An der dritten Kamera, Benny B. Benny B. Danke. B. Danke dafür. Bankmaster Call ist mein Name. Rhymetime TV ist das, was ihr gerade schaut. Danke fürs Anschauen auf jeden Fall. Freestyle Session Nummer 10 war das. Das ist Kalb One. Checkt seine Mucke, checkt YouTube Battles, checkt alles aus, was der jemals irgendwie gemacht hat. Auf jeden Fall, weil es kommt nur mehr. Es wird nicht bei dem bleiben, was. Es kommt nur was. Ist, und er wird dann auch irgendwann mal Schuhe verkaufen. Und vielleicht mal einmal Schuhe an, ja. Ja, vielleicht. Weil das ist ja das, was alle Rapper machen, so irgendwie. Ja, zumindest in Österreich musst du irgendwann auf das umsteigen werden. Ja, eben. Das ist halt nichts geht. In diesem Sinne, Rhymetime TV, Kalb One, Funkmaster Call, wir sind raus. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch nochmal.